Herzlich willkommen, meine Kies. Ich hatte euch ja vor ungefähr 10 Tagen endlich das Video hochgeladen zum Kartäuserkloster in Serra San Bruno. Und in dem Video habe ich euch ja auch gesagt, dass es zu diesem Kloster bzw. zu dem heiligen Bruno und der Quelle, die dort bei der Santa Maria del Bosco ist, eine Geschichte gibt. Und ihr wisst auch, dass ich euch ja immer mal wieder gerne Geschichten vorlese, die eben mit Kalabrien zu tun haben. Deswegen gibt es heute in dem Video wieder mal eine Geschichte. Gutes Zuhören! Der kleine Ganges von Kalabrien. Nahe der Kartause, an dem der Ort, den der heilige Bruno aus Köln gewählt hatte, um die letzten Jahre seines irdischen Daseins in Askese zu verbringen, entsprang eine kleine Wasserader in Form eines kleinen Teiches, den Ernesto de Martino mit glücklicher Miene als kleinen Ganges in Kalabrien bezeichnet. Jedes Jahr am Pfingstmontag, dem feierlichen Fest des deutschen Wundertäters, kommen die Gläubigen von überall her, um in dem eisigen Wasser zu baden, das Krankheiten des Körpers und der Seele heilt, auch wenn die Tradition sich unsicher ist über die Gründe dieser Wunderkraft. Einige meinen, das Quellwasser habe seine wundersame therapeutische Wirkung durch San Brunone selbst erhalten, welche oft stundenlang bis zur Hüfte darin stand und ins Gebet vertieft war, um auf diese Weise den täglichen Kampf mit dem Dämon zu gewinnen. Anderen Quellen zufolge sprudelte die Ader, die seit jeher den Wasserspiegel nährt, erst später, als die Gebeine des Heiligen in die Kirche der Kartause verlegt wurden, denn sie entsprang genau dort, wo die Knochen bis dahin gelegen hatten. Im einen oder anderen Fall ändert sich jedoch eigentlich nichts. Das Wasser des kleinen Sees hat die Kräfte, die es hat, und dementsprechend versenken sich darin diejenigen, die von einem Leiden infiziert sind. Und manch einer wäscht sich darin die Augen, ein anderer die Beine oder die kranken Hände. Dann folgt ein unbeschreibliches Echo beim Anblick der Hinkenden, die flink und lachend aufspringen, der Blinden, die sehen, der Stummen, die sprechen, und manchmal ereignen sich all diese Wunder an einem einzigen Tag. Ganz besonders aber ist das Wasser für jene eine Wohltat, die vom Teufel oder vom Geist eines Ermordeten oder unter unerklärlichen Umständen Verstorbenen besessenen sind. Ein Kartäusermönch, der zur Geisteraustreibung bestimmt ist, gibt während der rituellen Prozession ein barsches Zeichen. Darauf werden die armen Besessenen ergriffen, hochgestemmt und in den Teich geworfen. Während sie verzweifelt im eiskalten Wasser zappeln und mit den Zähnen klappern, folgt ihnen die Menge schweigend und sehnt den Moment des Wunders herbei, in dem die bösen Geister den Körper verlassen, was als Werk und Gnade des heiligen Wundertäters verstanden wird. Unumstritten geschieht die wunderbare Genesung der Besessenen durch die Kräfte des heiligen Bruno. Doch es gibt noch einen weiteren Umstand, der zwar nicht wissenschaftlich bewiesen ist, aber doch wahrscheinlich zur Heilung beiträgt. Teufel und Geister sind die glühende Hitze der Hölle gewöhnt und leiden demnach sehr unter Kälte. Wenn sie sich hier in der eisigen Quelle wiederfinden, nehmen sie lieber schleunigst reißaus und verlassen die Körper, die sie besessen haben, bevor sie sich eine Lungenentzündung einfangen.